Herzlich willkommen zur fünften Trainingswoche. Mittlerweile hast du auch schon die Halbzeitmarke überschritten. Du kannst so stolz auf dich sein, dass du schon die ersten 4 Wochen so gerockt hast. Wie geht's dir dabei? Schreib's gerne in die Kommentare. Auch in dieser Woche hast du wieder 3 Trainingseinheiten. Bitte beachte auch wieder hier die Reihenfolge der Einheiten sowie den Pausetakt dazwischen. Die erste Einheit besteht aus 4x8 Minuten Laufen und 1:30 gehen. Die zweite Einheit besteht aus 3x10 Minuten Laufen und 2 Minuten gehen. Und die Einheit 4 besteht aus 4x8 Minuten Laufen und 1 Minute gehen. Auch hier wieder mein Appell an dich, die Laufintervalle nicht am Limit gehen. Außer Atem sein darfst du schon, aber nicht am Limit. Und bei den Gehintervallen bitte gehen, damit du wieder zur normalen Atmung kommst und gestärkt ins Laufintervall gehen kannst. Insgesamt trainierst du 1 Stunde und 50, etwas weniger als in der Vorwoche. Dafür haben sich deine Laufintervalle verlängert und deine Gehintervalle reduziert, was dann auch die Zeitdifferenz dann ausmacht. Und nun wünsche ich dir viel Spaß in der fünften Trainingswoche und ich bin gespannt, was du darüber zu berichten hast. Schreib's gerne in die Kommentare.